Hallo und herzlich willkommen zum Padumcast. Dem Broadcast, der in jeder Folge Witze über Lord Abaddon macht mit Broadcast. Den Themen. Broadcast. Podcast yourself. YouTube. Hallo, ich habe mir die Antwort vorbereitet, also nochmal. Okay. Der Broadcast, der sich bisher in jeder Folge über Lord Abaddon lustig macht mit den Themen. Wie macht man sich auf dem Videoday eine 15-Jährige klar? Etc. Schon wieder. Mit einem Gastgeber, Robin Ostrafu. Einen wunderschönen guten Tag, ihr hässlichen Kackstelzen. Damit ist der Ton für die Folge. Das hat mich aber jetzt ganz schön ins Schwitzen gebracht, diese Anmod. Die habe ich echt auswendig gelernt. Ja, wirklich jetzt? Ja, nehme ich voll der Gag. Wow, also wir werden ja auch gerade sehr professionell, habe ich gehört. Ein Jobangebot nach dem nächsten. Nach dem nächsten? Wie geht das denn? Na, indem das andere davor kam. Ist er dann nicht mehr das nächste? Fragen über Fragen. Heute wird's geklärt. Ja, wir haben ein Padumcast. Wir haben wirklich ein reichhaltiges Portfolio an Themen mitgebracht für euch. Quasi ein Repertoire. Und da wir heute einmal nicht essen, haben wir was anderes mitgebracht. Das würde ich aber jetzt nicht sagen. Ich habe extra meine Stimme heute noch nicht kuriert. Diese Knacker hier. Hat er richtig schöne Knacker. Wir waren auf der Gamescom und den Videodays und haben also wirklich mannigfaltige Events miterleben dürfen. Nicht nur die, die hat immer so eine Haut, diese Wurst, die sich ganz schwer durchbeißen. That's what she said. Sagt sie zu mir andauernd. Ja. Ich will mir immer die Haut abbeißen. Ich bin schon ganz krustig vorne. Das ist wegen ihrer Religion. Ja, so gemeine Vorhautabbeißerin. Ist Juden. Dachte ich. Oh Gott, genug. ja, denn nicht nur da waren wir, waren natürlich auch auf den Domstufen, haben dort fünf nette Leute, waren es fünf? Fünf? Vier? Es waren viel mehr, von wem redest du denn jetzt? Den netten Leuten. Nette Leute? Ja, ich habe da viele nette Leute gezählt. Okay. Ja, die fünf wissen, wer gemeint ist, nur. Na. und war noch ein Abend in... Komm mal näher ran. Ja. Diagnose Hurensohn. Es geht hier um den Ton. Ah ja. Wir müssen professionell wirken. Haben auch an einem Abend einem Videoday Aftershow Event beigewohnt mit Stars wie. Also willst du jetzt damit anfangen? Ja. Ebqualm. Aber nur der eine, der im Rollstuhl sitzt. Genau. Die anderen nicht. Der, wo einen komischen Namen hat und ich, der mir gerade nicht einfällt. Der Haarige. Genau. Cengiz. Nein, ich wollte nur aufzählen, wo wir überall waren. Ah, okay. Wo wollen wir denn anfangen? Ganz vorne. Wir schaffen diesen Podcast hier gar nicht. Also heute müssen wir strecken. Aber haben wir das letzte Mal schon gemacht. Mhm. Wollen wir mal zurückspulen? Ich weiß gerade nicht mehr, was wir anfangen. Ich bin auch völlig raus aus dem Thema. Diagnose Hurensohn. Das sagst du zu oft. Ricardo. Beginnen wir von ganz vorne. Okay. Also am Anfang war das Spermium. Man muss halt wirklich so vorne anfangen, dass man nicht das Langweilige miterzählt, aber dass man auch nicht irgendwie was vergisst. Also, es fing an mit der Losfahrt. Eigentlich damit, dass du die Karten vergessen hattest. Ich hab die Karten vergessen, ja, mein Gott, jetzt reiht er nicht drauf rum. Dann sind wir angekommen. Ist im Video ja zu sehen, ne? Und was im Video nicht zu sehen ist, ich hatte dann richtig viel Spaß auf so einer Burg und das hat er komplett nicht reingeschnitten. Ich habe das alles dokumentiert und richtig fein Firlefanz gemacht. Hast du die Clips überhaupt gesichtet? Ich habe die Clips gesichtet, die sind bereits in einer Sony Vegas Datei untergebracht. Ah, geil. Die kommen dann bestimmt mal auf Nostraforze oder so hoch. Nostraforze ist aber gemein. Ja, also. Ja, das hat voll den Aufhänger. Der sich's anguckt, ist der Aufhänger. Der hängt dann. Naja, fast. Im Schrank. Der Schrank von dem, der sich's aufhängt, ist der Aufhänger. Nee, derjenige, ist ja okay. Der sich's anguckt, auf hängt jeden dann Fall in seinem dann Schrank an einem kleinen Bügel. Und an dieser Stelle gibt's schon mal ein ganz großes Props an den Patrick. Der hat uns nämlich netterweise. Richtig warm empfangen. Ja, nicht nur das, der hat uns auch eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Keine Details dazu, denn das war, glaube ich, auch nicht zu 1000% legal. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sweet, ja. Und dann waren wir zum ersten auf den Stufen. Da haben wir schon einen Seifenblasenmann kennengelernt. Oh, das war Thomas toll. Hieß der, glaube ich. Thomas, der hatte was Schnelles dabei. Leute, kennt ihr das, wenn man was Schnelles dabei hat? Das braucht man in Köln, um da Party zu machen. Ja. Nee, weil also die Geschichte ist halt schon ein bisschen witzig, weil er erzählt so, wie er so immer Seifenblasen macht und sich dabei Johnnies da baut, also ja, ne, Dübel. Da kann er quasi mit dem Rauch in die Seifenblase eine neue Seifenblase machen, in der dann Rauch ist. Genau, so. Und da hat er erzählt,
wie er dann immer von der Polizei gefilzt wird, und da hat er irgendwie drei Joints dabei und noch was Schnelles. Und ich, der halt nicht im Thema steht, dachte halt, okay, das ist dann ein ganz kleiner Joint, wo man nur so zweimal dran Das ist so zieht. ein schneller Joint. Ja. Was Schnelles. Ja, aber es war dann wohl doch eher Speed. Und später hast du dann auf den Domstufen gerufen, du hast irgendwie was Schnelles, und dann wurde eine ganz hellhörig und wollte das dann gleich haben. Will jemand was Schnelles oder so, hast du gefragt. Was wollen die alle da? Ich glaube, es war dieselbe, die dann später noch eine Taube geküsst hat. Keine Ahnung, warum die Taube sich das antun lassen hat. The Glorious Life of Köln Domstufen. Naja, es gibt ja viele Facetten, sage ich mal. Aber der Tag, der ging dann auch irgendwann rum und wir haben dann geschlafen und dann ging es auch schon in den Los! Donnerstag. Wow! Und dann waren Video Days! Und ich bin schon aufgewacht, hab alle gesagt, hey Leute, Video Days, Video Days. Und ich krieg dann immer nur so ein, keine Ahnung. Verstehe ich auch Ich nicht. raff das nicht. Filmen für YouTube! Ja, für YouTube. Hätten ja nicht Ja. wissen können, dass es so toll wird, aber man kann da auf jeden Fall schon mal Vermutungen anstellen. Gerade am Morgen des Video Days. Und da war ich ganz aufgeregt. Ja, du warst so aufgeregt wie dann auch am nächsten Morgen. Da war ich ja weniger aufgeregt. Aber das kommt ja erst später. Ja, okay, also wir waren Video Days, war ganz toll. Ich noch im Vorfeld übelst Panik gehabt, so, weil bei der Anmeldung hieß es, ja, ich plus eine Begleitperson darf rein. Was denn das für eine Scheiße? Ja, wir sind da zu dritt und ich darf nur zwei rein. Also mit mir. Und da hatte ich schon übelst Angst. Und dann stehen wir aber vor diesem Schalter und sie fragt mich halt, wie viele braucht ihr? Da hätte ich dann auch 10 sagen können. Naja, auf jeden Fall war es so, dass Robin gesagt hat, ja, wir drei. Und Kalle dann sofort geschaltet. Ja, was ist denn, wenn Maggie noch kommt? Und Robin so, hä, Maggie, was, was? Und dann irgendwann kam die Idee, einfach machen. Ja, und wenn Maggie noch kommt. Und dann meinte die eine Schalter, ja, die Karte für Maggie lege ich zurück, die könnt ihr dann später abholen. Und erst dann ist uns eingefallen, was Kalle damit Kluges sich gedacht hat, dass wir nämlich einfach nur eine vierte kriegen, Richtig ohne die gewieft. jemals irgendwie eingegeben zu haben. Und dann waren wir Content Creator. Dann waren wir es einfach. Man fühlt sich auch gleich so ein bisschen erhaben, wenn man da drin ist, so hinterm Zaun, hinterm Bauzaun. Ich hatte die ganze Zeit das Verlangen, so mal von oben auf die Leute runterzuspucken. Ging es dir da ähnlich, oder? Ging auch so. Die waren ja alle irgendwie drei Köpfe kleiner als ich. Richtig, stimmt. Also, da musste Daher ich nicht mal kam auf einem das Baumzaum wahrscheinlich. stehen. Baumzaum Baumzauf. stehen für. Und der Witz ist, wie wir dann in die Creator Arena gekommen sind. Wir sind, wir Arena. haben, wir haben Area. Area, Alter. Nee, Arena hast du, glaube ich. Creators Arena. Da boxen die sich alle auf die Neben der Fresse. normalen Lanxess Arena war noch eine Arena nur für Creator zum Austauschen. Das war der Raum, den ihr im Video gesehen habt. Die Der hatte sehr dicke Wände, riesengroß diese Arena. und warm, Alter. Ja. Alter und DJ Ameise, das Nee, dürfen wir nicht ganz cool. vergessen. Ja, das so vergessen wir nicht. Aber wie wir in den Raum reingekommen sind, war schon mal irrwitzig. Denn wir sind in irgendeine Tür reingegangen, wo drauf stand nur für Personal. Dann waren wir plötzlich irgendwie fast Backstage. Dann waren wir plötzlich im Innenbereich, ohne dass jemals irgendjemand unsere Pässe kontrolliert hat. Ja. Wir waren ja Backstage, also wir standen ja quasi. Also wir hätten noch eins weitergehen müssen, da wäre dann die Bühne gewesen Ja, von yeah. hinten. Also der Nur dass wir das da nicht Punkt wussten ist, zu dem sobald man Zeitpunkt. nicht 12 ist, schöpfen die keinen Verdacht, dass man eigentlich da gar nicht sein sollte. Ja. Was witzig ist, weil wir hatten dann nachhinein ja ein kleines Mädchen auch dabei. Auf jeden Fall, uns kamen ja auch viele Mitarbeiter entgegen, die haben uns dann einfach nicht gegrüßt, haben nicht gefragt, was macht ihr hier hinten. Ja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann gefragt, wo es das Buffet gibt, haben es dann nach dem dritten Mal Fragen auch gefunden, und wir kommen in diese Treppe und kommen in einen Raum, Ich den ganzen Morgen nichts gegessen, gell? Ich und übelst gehypt. es ist dann wirklich dieses Gefühl von, man hat es geschafft. Man hat es ein Stück weit geschafft. Man ist jetzt mit diesen anderen YouTubern. Man isst es einfach. Man sieht die YouTuber, die man schon seit Jahren, wo man schon Jahren hinterherfiebert, mal wie die zu werden. Ich mache natürlich einen Scheiß, ich kann keinen aus diesem Raum. Doch einen kannte ich dann. Das war für dich der Zeitpunkt, wo du da rein bist. Ja, also für mich war der Zeitpunkt, als Christoph Krachten reinkam. Da wusste ich, okay, Der kam erst später rein. jetzt gehörst du zu den Großen, jetzt Aber hast du es das geschafft. vorangekündigte Buffet. Also, Oh, man stelle sich ein Buffet vor, dann hat man mal Gulasch, hat man Kartoffeln, hat man Klöße, hat man geblegtes Brötchen, hat man mal einen Salat. So. Das ist für mich die Vorstellung von einem Buffet. Es gab Currywurst, es gab Buletten, es gab Brezel, es gab Brötchen und Cola Fanta Sprite. Also für Vegetarier war nicht so gut. Brötchen, Brezel, du bist ja wirklich knauserig, Ja, Robin. aber mal irgendwie was Grünes oder so. Oder was Schnelles. Ja, oder mal was Schnelles. Ja, ich habe dann Brötchen gegessen zum Frühstück da. Das war ganz toll. Und dann haben wir da eigentlich nichts weiter gemacht, außer kurz mal mit diesen Alten da zu reden. Das war ja auch Ja, nicht so bisschen verkehrt. Schmackofansko, bisschen ausgeruht, und dann kam auch schon Christoph Krachten rein und du hast gleich den Gag gemacht. Habe ich Den gleich er dann nicht gesagt, gerafft hat, glaube ich. ey. Ich habe gesagt, hey, na, wenn der Mond in dein Ghetto krachten. Also, ja, Aber ja, 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 super. ja, 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 ja. ja. Und dann hat er irgendwas von Twins erzählt. Was will er mir denn jetzt erzählen, habe ich mir gedacht. Von Twins. Ja, von den Twins lernen heißt Leben lernen oder irgend so ein Bullshit, Alter, was weiß ich. Wahrscheinlich haben die Twins schon mal so einen Witz gemacht.
keine Ahnung, kann sein. Naja, ich ja, dann sagen wir halt, die Berlin Twins, Alter. Nee, wahrscheinlich nicht. Sagen wir halt weiterhin, wir haben es an diesem Wochenende ordentlich krachten lassen. Mhm, das war wirklich so. Dann sind wir weitergegangen. Nee, mir fällt kein Wortspiel ein zu Christoph. Tut mir leid. Dann sind wir weitergegangen. Ja, mein Gott, ihr seht das ja. Eigentlich alles, was ihr im Video seht, seht ihr im Video so. Ist da irgendwie was, was nicht im Video ist? Du hast ja jetzt gerade. Naja, wie wir in diesen Innenbereich kamen und diese 8 Mädels gesucht haben. Ja. Und uns irgendwie so gegeben haben, als würden wir das dann ganz, ganz blöd finden. Hat sich halt jemand zu uns gesellt, der das offenbar auch ganz, ganz blöd fand. Ich weiß gar nicht, wie die Begegnung zustande kam. Weil Kalle als Joker verkleidet war. Ach so, okay. Ja. Ja, und wie sich rausstellte, war das Mädel so die einzige neben uns, die auch keinen Bock auf Video Days hat, die da vor Ort rumvegetierte. Die wollte eigentlich mit ihrer Freundin dahin, die hat dann irgendwie eine Woche vorher abgesagt und die hat sich dann gedacht, naja gut, wenn ich die Tickets einmal habe, lass die nicht verfallen. Und ist halt hin, aber fand die eigentlich... Aber mach das mal, Alter. Ganz alleine auf ein Event, auf das du keinen Bock hast. Naja, die aus Sierra Kid oder so, falls der da war, von dem ist er schon Fan. Ja, okay, aber sonst ja, halt dieses das, ganze das, die, dieses YouTube-Spektakel halt, ne? Ich muss ehrlich sagen, auf der Bühne kannte ich keinen und plötzlich war dann irgendjemand und dann stand der wohl da an der Seite und dann kam so eine übelst kreischende Meute an mir vorbei und ich dachte so, was ist los? Ey, das ist unfassbar. Lord Abaddon war das. Ja, und die hat sich dann auf jeden Fall als intelligent und ihrem Alter voraus herausgestellt. Und dann... das ist unsere neue Maggie, für den Fall, dass die alte kaputt geht. Ja, haben wir ihr dann, sieht man ja im Video, haben wir ein Ticket besorgt. Creator Pass. Also, das ist nicht gefaked. Damit sie dann am nächsten Tag dort frühstücken konnte. Das war ganz nice so, weil sie ist ja dann nach dem Frühstück mit uns zur Gamescom gekommen. Ja, dann sind wir noch rumgezogen, bla, war ja nicht weiter spektakulär da, oder? Was ist noch irgendwas passiert? Wir haben viel gedreht, wir haben... wie gesagt, was man im Video sieht, ist ja irrelevant. Ich gucke gerade, wir sind irgendwie Fahrstuhl gefahren. War dann noch irgendwas? Auf jeden Fall dieses, Bibi, wir bezahlen deinen Urlaub, ja. Also ich kann es schon verstehen. Also es hat mich ein bisschen angemacht, wie die Kinder gesagt haben, was ich wollte. Also Lord Abaddon, melde dich bei mir. Ja. Wir sind jetzt im Geiste vereint. Wir haben jetzt auch einen, das macht, was wir wollen. Ja. Ja, das wird es eigentlich schon gewesen sein. Aber ja, an dem Abend war auch nur Domplatte, wa? Ja, aber das war deutlich zu viel Domplatte. Das war dann so, der Abend, da haben wir richtig Domplatte gemacht. Wo ich mich auf das Funkyball-Spiel mit Kölsch dann eingelassen habe. Da hat Kalle dann noch mitgetrunken. Da habe ich mich richtig motiviert gefühlt, dass Kalle das gleiche Gesöff mag wie ich, halt Kölsch. Und da waren wir ganz Kumpel an dem Tag. Ja, richtig, richtig schön. Und dann hat es dann auch nicht aufgehört und dann ging es noch eine Runde. Aber Bier kein Problem so, aber wenn ich viel von einer Sorte trinke, vertrage ich auch viel von einer Sorte. Aber sobald eine andere Sorte dazukommt, so haben wir das Ergebnis, was wir dann haben. Also, so ist das mit den Flüchtlingen auch. Es hat sich dann alles gedreht und ich glaube, da kam auch das Video zustande, was auf Nostra Forts gerade oben ist, Kamera rumreiching, weil ich erinnere mich nicht mehr daran. Nee, das war der andere Abend, glaube ich. Sicher? Ja. Ich glaube nämlich nicht. Doch, das war dann danach. Das müsste gut. Obwohl. Also es war schon jetzt, wo du das sagst, dann war das Donnerstagabend. Das, weil wie ich mich auf deine Schulter lege und übelst kuschelig bin, das kann, da muss ich das eigentlich... So bist du nie. Ist nie so, dass du mich vergewaltigen willst, oder? Ich bin auf dem Video komplett tot. Komm, ich singe irgendein Lied, von dem ich gar nicht mehr weiß, dass ich das kenne. Beug dich mal vor, komm. Du willst ja jetzt auch vergewaltigt werden. Oh. Ja, auf jeden Fall. So bist du nie. Beug dich vor, du willst auch vergewaltigt werden? Kann sich auch nicht dran erinnern. Ich weiß, ich hab's mal gesagt, wann war das? Das war an jenem Abend. Komm, jetzt werde ich doch mal nicht, komm. Ich gehe jetzt mal hinter dich und werde dich jetzt mal richtig in den Arsch ficken. Hast du Wort und nicht gesagt. Hast du das nicht gefilmt? Ja, weil mir das unangenehm war. Na, du hast dich überhaupt nicht, du hast dich so, du hattest Hotpants getragen, du wolltest das doch. Genau. Gar nicht. Jetzt mach mal nicht deinen Wurstatem in meine Richtung. Also, wir sind wahrscheinlich irgendwie auch nach Hause gegangen, möglicherweise. Bett gelegt, alles cool. Und am nächsten Morgen... Da war das Spektakel groß, ne? Da bin ich aufgewacht und es hat sich alles gedreht, wie mega Kopfschmerzen gehabt. Das war der Patrick, der hat an der Kurbel geleiert und dreht sich das Apartment rum. Und ich kenne das ja von, Patrick, von fuck. Diversen durchzechten Abenden. Denk mir nichts weiter, denkst du, ja, das war so morgens um 7 ich wach geworden. Trinkst so 2 Gläser Wasser, legst wieder hin, dann geht das. Viertelstunde später wieder aufgewacht, übelst schlecht gewesen, ich ins Bad gerannt und die Toilette, die hat ja nicht so gut gespült.
Ja. Da haben wahrscheinlich von irgendeinem Vorgänger noch eventuelle Kackeboffen an der Seite Also bei geklebt. mir hat das eventuell nicht getan, Das ist auf auch jeden völlig Fall. unwichtig. Okay. Wichtig ist, dass ich dann so ein Kotzschwall Wasser dagegen posaunt habe, dass das Klo danach einfach nur komplett weiß war. Du hast ja richtig entgegengerantet. Ja, Mann. Da dachte ich so, Mensch, Toiletten reinigen mit Magenwasser, das klingt doch mal Zukunftsaussicht, falls alle Stricke reißen. Und habe mich dann hingelegt, also das ging auch wirklich nur noch, wenn der Magen leer war, sonst war mir richtig schlecht. Dann habe ich dann wieder hingelegt und irgendwann sind wir dann wahrscheinlich los. Und ich wie ein Zombie hinterher gedackelt. Also da kannst du bestimmt mehr von berichten von dem Morgen. Sieht man auch im Video, wenn ich da Anmoderation mache, so Tag 2 und so, müsste man im Hintergrund auf den Herodes achten. Der guckt da so ein bisschen komisch. Ja. Ich wollte ja nicht, auch nicht auf die Messe kotzen oder so, da musste ich mich schon derbe im Griff haben. Aber dann mittags um 12 ging das dann wieder. Konnte ich dann normal trinken und irgendwann konnte ich dann auch wieder normal essen. Ja, und nachher war Gamescom, ne? Ja. Sind wir reingegangen so? Sind wir da gewesen? Und wir haben auf dem Domstufen vorher noch Marie eingesammelt, die uns jetzt schon Ja, seit das 4 Jahren ist richtig. stalkt, glaube ich. Also mich Haben wir stalkt sie sie schon. seit 2 Jahren nicht mehr und das ist auch gut so. Ach, seit 2 Jahren ist sie auch erst cool. Toll. Hast du nur die nervige Marie bekommen? Was mal aufhören, ihren Nachnamen hier andauernd zu nennen? Das war witzig. Kannst du den rauszensieren, bitte? Muss ich Nee, wohl. kannst du nicht. Alter, stimmt. Ich nenne sie nur im Kontext mit dem Nachnamen. Wie soll ich sie denn sonst nennen? Marie? Nee, gell, es klingt falsch. Ja. Ich muss sagen, Podcast mit kaputter Stimme ist nicht unbedingt mein Idealszenario, Wie ist die aber eigentlich kaputt egal. gegangen? Also da gab es zahlreiche Instanzen, die dafür gesorgt haben. Angefangen mit, ich bin ein Spast, musste ich schreien auf der Domplatte, weil ich beim Bottleflip verloren habe. So, das war, glaube ich, das Erste. Dann kam Toni an. Toni, Toni, du zwar auch am durchgepeitschte. Donnerstag, die Toni mit den grünen Haaren, Oh. sieht man auch im Video kurz, und hatte beste Musik bei, wirklich 80er, 90er, Ach only the stimmt, die hatte best eine richtig so. geile Playlist. So, und dann natürlich auch jeden zweiten Song mitgekrölt. Dann war Gamescom da rum irgendwie und so, ne? Und so kam eins zum anderen. Hast du auch Notruf von Tronimel zweimal gesungen? Habe ich auch einmal, habe ich auch mal mitgemacht. Alle 4 durch. Und das läppert sich dann. Ach so, okay. Ja, die Playlist war richtig geil, da war wirklich alles vertreten. Ja, Gamescom war, ne? War mehr so Also da gibt es erstmal. jetzt auch, ich glaub, keine Geheimnisse, die wir groß erzählen müssen, weil Ja. das wirklich eigentlich, was wir gemacht haben, im Video zu sehen, es war nur der Schon. eine Tag. Ja, also es kam noch so ein kleines Treffen, was halt auch so ein bisschen. Ja, ich wusste nicht, wie viele da kommen. Ich habe nicht gesagt, dass wir was zusammen machen. Und dann habe ich kurz in die Runde gefragt. Ja, dies, das. Aber es ist ja auch, war auch so ganz nett, wer da irgendwie interagieren wollte, der konnte es. Und wer nicht, der nicht. Es war tatsächlich diesmal ein etwas ruhigeres Treffen. Ja, wir müssen ja auch erstmal, wir sind ja gerade noch im Begriff, YouTube wieder in die Relevanz zu heben. Das ist ja auch gerade so ein schwieriges Unterfangen, weil YouTube sich vehement wehrt dagegen und Videos blocken Durch lässt diverse und Redesigns. ja, Redesigns und entmonetarisierte Kacke. All sowas. Und wir kämpfen da mit aller Macht dagegen an, indem wir Top-Notch-Content produzieren und den ins Internet stellen und Und langweilige verbreiten. Fantreffen machen. Ja. So. Und weißt du, noch sind wir in dieser Aufbauphase von YouTube. Aber nächstes Jahr, ja, weißt du, da ist dann Halligalli. Da kommt bestimmt auch endlich wieder Cold Mirror. Genau, da kommt Cold Mirror und sagt, ey, Nosferatu, ihr habt YouTube wieder relevant gemacht. Ihr habt das Genick wieder repariert. Genau, dritten Wirbel wieder eingerenkt. Danke. Dann So, kannst du jetzt und mal dann richtig schön. zeigt sie Boobs und sagt, guck, wie ich angezogen bin, ich will das doch. Du kannst, was wirklich, was die Geschichte, die hast du jetzt da angeschnitten mit dem Security-Mann. Wie du in dieses Rocket Beans Zelt da Glas-Gedöns reingekommen bist. Okay, hier ist die Leinwand, ja, meine akustische Leinwand und ich entwerfe euch jetzt ein richtig schönes Bild. Wir hatten leider nur noch zwei Leute parat, so ein kleiner Mann, der Till, der hat uns geholfen beim Film, der hatte so Interesse, der hat mich im Vorfeld angeschrieben, unter Dion, weil das war am Samstag, das ist die einzige Sache, die am Samstag passiert ist. Sonst waren wir am Samstag nicht auf der Gamescom, weil wir keine Tickets hatten. Ich hatte das Ticket von einem Kumpel und bin dann schnell mit dem Skateboard rübergefahren und bin da rein, so. Nur die drei Leute da, sonst hätte noch eine andere Person filmen können, wie ich da reingegangen bin. Also passt auf, ne? Rocket Beans Eingang, zwei richtige Atzen so. Will jetzt nicht sagen, migrationshintergründig, aber sehen halt schon so aus, wie man sich so das Klischee da vorstellen würde. Atzen so und cool, so, ne? Perfekter Bart, Bushido-Frisur, kennt er. Undercut, wie das alles heißt, so. Stehen da mit verschränkten Armen, alles cool.
Ich denke so, ach du Scheiße, so komme ich auf jeden Fall nicht rein. Na gut, vielleicht, wenn sie mit dem Rücken zur Tür sind, dass ich mich wirklich reinschleiche. Ist nicht so. Dann zack, fängt das Almost Döli an. Ich wollte es eigentlich nicht in die Live-Sendung machen, weil das immer so ein bisschen asozial ist. Fängt an, geht der eine weg von den Securities. Ich so, oh, das sieht gut aus. Der andere steht noch da. Geht so langsam los. So 5 Meter von der Tür weg. Greift in die Tasche und holt einen Fidget Spinner raus. Dreht sich richtig einen ab, ne? Spinnt die Scheiße aus dem Ding raus und guckt nur so alle 20 Sekunden mal zur Tür rüber. Du meinst, da konnte ich so hochwerfen, wieder auffangen, krass. Ja, konnte er machen, aber hat auch fallen lassen dabei. Also so richtig wirklich, ne? Metal Gear Klischee, was weiß ich. Und steht so 90 Grad zur Tür, dass er so immer sieht, wenn er nach rechts guckt. Und ich so wirklich 3 Minuten richtig awkward hinter ihm gestanden. Ihr müsst euch das vorstellen. Da ist so ein Gang, wo in der Minute 100 Leute durchgehen. Und dann steht am Rand, an dieser Box, wo die Rocket Beans drin sind, steht die Security. Und ich stehe mitten im Gang so 3 Minuten und gucke ihn einfach nur an. Also muss ein bisschen seltsam gewesen sein. Dann habe ich wirklich so abgepasst. Okay, jetzt hat er gerade geguckt. Jetzt dreht er sich weg. Instant losgegangen und ganz normal in die Tür rein. Und er hat es tatsächlich nicht gemerkt. Also als ich dann nachher wieder rausgegangen bin, stand er immer noch an derselben Stelle. War nice, war nice. Simon hatte ich vorher schon mal kurz getroffen, deswegen hat er mich dann wahrscheinlich erkannt, sonst hätte das, wäre das nicht passiert. Etienne, naja gut, ne, der guckt immer so ein bisschen. Und ja, Fabian Döhler, witziger Typ. Aber wie du da rein bist, da ist dir doch ein Typ hinterher, oder? Der dich dann so ein bisschen rausgezogen hätte. Das ist richtig. Tim heißt der, so Praktikant-Typ. Ach so. Ja. Also der war halt auch so. Ich bin halt mit so einem Schlüssel rein. Und das war ja so mein Notfallplan, wenn die Security mich irgendwie abfängt, dass ich dann sage, hier, ich bin ein Freund von Fabian Döhler, ich habe seinen Schlüssel dabei. Richtig gewieft. Dass es nicht so aussieht, als bin ich ein asozialer Typ, der da einfach rein will. Und dann hätte ich im Zweifel immer noch sagen können, ja, hier, Security, los, dann gib du das dem Fabian. Ich muss jetzt wirklich los. Ich muss nach Hause oder was weiß ich. So. Und dann bin ich aber da rein und dann standen da bestimmt 5 Leute in diesem Gang und ich heb einfach nur so den Schlüssel hoch und 2 nicken halt und ich gehe durch. Also easy. Ich sage mal, die drinnen vertrauen denen draußen, die draußen vertrauen denen drinnen und schon ist Ja. so eine Situation, ne? Richtig. Aber ich habe jetzt auch nichts Böses gemacht, also. Naja, du hast eben jene Sicherheitssituation ein bisschen weiter aufgeklärt. Ja. Aber böse war das natürlich nicht. Also ich habe auch schon eine gute Idee für nächstes Jahr. Mal gucken. Es wäre witzig, wenn die dann wirklich so richtig scharf gehen und so 3 Leute an die Tür stellen, die sich nicht wegbewegen dürfen, dann irgendwie mit so einem Seil so oben rein. Das wäre richtig witzig, von oben abgeseilt. Du könntest jetzt den Gamescom-Leuten schreiben, ob du das nächstes Jahr einfach mal machen darfst. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber wenn, dann wäre übelst lustig. Das So wäre wirklich, mega. wirklich von oben. Theoretisch, wenn wir ein langes Seil hätten und da oben eine Stange ist, können wir es aber einfach so machen. Egal. Gut. Gut, zurück zum Vorabend. Der Vorabend ist dir besonders Wir wichtig, waren ne? auf der zweiten Promi-Party unseres Was Lebens. waren die erste? Die Promi-Party. Welche denn? Na, mit Michaela Schäfer. Ach, ja. Das war auch ganz Was großartig. war das? Ja. Gott, oh Gott. Der Witz war, wir kamen halt schon rein und das Erste, was wir sehen, ist irgendwie, wie El Blali da hinter so einem scheiß Gitter steht und sagt, rotzenvoll, dass er schon irgendwie gut dabei ist oder so. Also ich glaube, ich muss jetzt hier ins Rant um euer Leben übergleiten. Gerne. Weil ich, ne? Was denn? Deine 9er von 10 Party will ich dir nicht zerstören, aber ich glaube, ich muss jetzt hier mal. Dir hat das gar nicht gefallen, ne? Rant um euer Leben. Nice. Mit kaputter Stimme. Ja, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Also wirklich, es ist ja wirklich der Inbegriff von, oh, wir sind die dekadenten Leute, wir sind, oh, wir hatten ja noch so einen Dude dabei. Cooler Typ, sag ich nichts dagegen, ne? Ich nenne keinen Namen. Cooler Typ, aber wir kommen da rein und er so, ey, Leute, dass wir jetzt hier sind, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wir haben es geschafft. Das war Kalle. Heute, nee, Das war nicht heute Kalle. können wir uns mal richtig feiern lassen. Wir sind hier, wir haben es geschafft. Stellt sich vor den Spiegel und flext seine Muskeln. Geiler Typ, aber, ne? So. Und dann gucke ich mich da um und es ist halt alles so, oh ja, und da sind die wichtigen Leute und dann sind die da, die Mädels. Du hast den angesehen, nicht allen, aber du hast das schon gesehen, da sind Leute dabei, die sagen, ey, komm, hier, ich bin heute Abend auf so einer Party, steck mir doch mal ein bisschen Lebenssinn unten rein, so, weißt du, gib mir doch mal hier irgendwie, das hast du gesehen. Oh, Ja, der da Punkt schmeißen war, die sich, da sitzt da Schenkes in seinem scheiß verkackten Rollstuhl da unten, da kommt drei sie. Mädels, die ihn Da irgendwie kommen die vollgelabert haben. Mädels da runter, die eine hat unglücklicherweise nur ein BH an und
ja, geht runter, dass der Cengiz ordentlich was sehen kann und so. Ich weiß nicht, da kriegt. Und mittendrin fucking Kai Pflaume. Was soll denn die Scheiße? Der hat überhaupt nicht hingepasst. Was soll denn das? Der hat nicht mal getanzt. Und gut. Jetzt kommt da Franz oder was soll die Scheiße schon wieder? So, also es ist ja wirklich. Und dann, oh ja, hier, ne, das ist ja noch das Allerschlimmste. Wir sind da nur hingegangen, weil es hieß DJ Ameise. Also für mich war DJ Ameise und für Kalle ein großer Grund. Naja, ich sag mal, kostenlos war ein Hauptgrund. Kostenlos auch Hauptgrund gewesen und kostenloses Essen vor allem. Aber dann heißt es im letzten Moment, Franz, geh doch einfach durch, ist doch okay. Dann heißt es im letzten Moment, ach ja, übrigens, DJ Ameise, der ist heute schon gereist. Der muss auf eine Hochzeit. Der wollte mit uns feiern, hat mir seine Handynummer gegeben, damit wir uns melden. Ja, wenn wir was machen und dann ist der abgereist und fucking nochmal. Was man ja auch nicht einen Tag vorher weiß. Eben, genau das. Ansgar, ich liebe dich, geiler Typ, leg weiter auf, aber du bist echt ein Peiler. So, und dann also wirklich, oh, Instagram, los, geht mal vor die Wand und macht mal Foto hier. Ich spam mal hier den, die Alte hat mein fucking Handy voll gespammt mit 100 Bildern von dieser scheiß Wand. Oh, aber es gab kostenlos Eis. Also war schon okay. Nicht nur das, es gab ja auch diesen Salat mit Ziegenkäse, es gab diese Ciabatta-Brot und es gab diese geile Waffel in dieser Schokosoße. Oh, und diese Hip-Hop-Musik. Ich kann keinen Hip-Hop auf. Ich liebe Hip-Hop, ja. Ich höre gerne Hip-Hop. Gute Musikrichtung gebe ich mir gerne, aber all diese Hip-Hop-Scheiße auf Partys kann ich nicht mit. Du kannst nicht feiern, wenn alle dastehen und mit dem Kopf nicken und wenn es dann auch diese, ich weiß nicht, wie dieser Stil gerade heißt, dieses neumoderne. Kennst du diese Kerle, die ganze Zeit nicht tanzen, dann einmal 15 Sekunden irgendwie so ein Shuffle-Dance aufhören und dann wieder nicht tanzen, einfach nur um zu fetzen, nicht weil es ihnen Spaß macht, sondern um zu fetzen? Bah, bah. Dann hier, oh, wir sind so geile Leute, wir machen Backflip auf dem Dancefloor. Bah, was soll denn das? Nee, das war schon ganz okay. Sollen sie machen. Ja, das war cool. Damals so ein Tanzbattle, da waren wir im Kreis gestanden und gegeneinander. Nee, war schon ganz lol. Ich sag nur, ne, ich kann keinen Hip-Hop auf Partys hören. Da ist direkt vorbei. Für mich ist Hip-Hop einfach keine Musik, zu der man feiert. So. Das ist halt. Nee. So. Ich finde Hip-Hop im Allgemeinen nicht sehr hörenswert. Mich nimmt das nicht mit. Ich finde alle Musik, die ich gut finde, finde ich auch auf Partys gut. Das heißt, ich kann auch zu hier. G.A.G. sehr gut abdancen. Was ist ein G.I.G.? G.A.G. G.A. Games, komm. Drüber. Gestört, aber geil. Ach du Scheiße. Und also der Typ, der war für mich irgendwie so ein bisschen ein Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Der Starke. Letzte Aussage zum Starken noch. Wir stehen in der Runde, unterhalten uns schön. Mhm, alles klar. Er so kurz still, 2 Minuten, nichts gesagt. Wir stehen da. Und so aus dem Nichts sagt er dann, Alter, ich hab jetzt gerade richtig Bock auf so eine 16-jährige Fotze. So, das Kaliber ungefähr. Und dann, na hier, ich bin hauptberuflich Snapchatter und ich vermarkte mich, weil das zieht gut bei den. Ich bin so bester Freund mit den Leuten, mit meinen Zuschauern. Ich nannte sie Schwestern. Ja, das war vielleicht schon ein bisschen zu spezifisch. Aber ist egal, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich eh keiner von euch kennen, keine Sau. Wer zur Hölle ist denn hauptberuflich Snapchatter? So. Also, wie gesagt, zu dem muskelbepackten Typ hatte ich tatsächlich ein fast schon spirituelles Erlebnis. Ich habe ihn erlebt als das, was er war. Ein Mensch, der sehr stolz auf sich ist, auf seinen Körper. Man würde sagen, selbstverliebt. Wie gesagt, geiler Typ, ich nichts gegen ihn. Und ich habe gemerkt, das ist so ein bisschen eine Pause und dachte mir so, der mit seinen komischen Muskeln, ja, richtig armseliger Typ so. Und dann habe ich aber, irgendwie habe ich ihn dann weiter beobachtet, wie er so geredet hat und wie er so gestrahlt hat. Und dachte ich mir so, nee, das ist Quatsch, solche Leute, die muskulös sind und das von sich selbst so lieben und gerne preisgeben, als armselig oder aufmerksamkeitssüchtig zu bezeichnen, beziehungsweise das negativ zu besetzen, denn dieser Mensch ist so unglaublich stolz und so unglaublich glücklich darüber, dass er diese ganzen Muskeln hat und dass er es vielleicht auf YouTube irgendwie geschafft hat auf eine Promi-Party und das bereitet ihn so viel Freude und das findet er so schön. Warum sollte ich ihn dann als bemitleidenswert oder als Poser so bezeichnen, weißt du? Und dann kam mir dieser Gedanke, das einfach als was Schönes zu empfinden, wie er mir da von seinen ganzen Geschichten, Bumsgeschichten und so erzählt hat. Und dann habe ich dann irgendwie gedacht, ja, das kannst du jetzt ihn blöd finden, aber du kannst auch einfach den anderen Weg gehen und so ein bisschen ihm weiter Mut geben. Da habe ich ihn gefragt, hier, wie oft gehst du trainieren und was hast du für einen Durchmesser und so weiter. Und er ist darin in diesen Antworten, die er mir gegeben hat, so aufgegangen, dass dann danach diese Situation zustande kam, in der er sich dann halt
völlig Mutterseelen allein vor diesen Spiegel gestellt hat und Position eingenommen hat, so seinen Bizeps angespannt und sich von allen Seiten beobachtet und sich halt einfach nur darüber gefreut, dass er ein sehr durchtrainierter, muskulöser Typ ist. Und da denke ich so, das ist doch eigentlich was wirklich Wunderbares, denn stell dir vor, du hast gerade irgendwie einen richtig scheiß Tag und bist richtig schlecht gelaunt und alles, was du tun musst, ist, dich nackt vor den Spiegel zu stellen, um gute Laune zu kriegen. Ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ja, wie gesagt, nichts gegen ihn. Ich, wie auch hier wollte ich nur erstmal ein Bild entwerfen, wie so das allgemeine Klientel vor Ort in meiner Wahrnehmung war. Natürlich rennt um euer Leben, ne? Ihr wisst doch, wie es ist, so ein bisschen übertrieben, hier zugespitzt dargestellt, aber im Grunde war es genauso. Ja, also für mich war es ein bisschen ein Sinneswandel. Ich werde Menschen wie ihn niemals wieder als Trottel oder so sehen. Hast du das vorher? Habe ich doch gerade gesagt. Ich habe ihn, ich habe ja die Geschichte gerade erzählt. Ach so. Kannst du nochmal erzählen? Ich habe nicht zugehört. Okay. Wir können ja zurückspulen. Ja, machen wir das mal. Das machen wir sonst nie. Was war das andere? Genau, diese Bitches, die sich an diese Berühmtheiten ranmachen. Das ist Fakt, die gibt's. Und das ja, ist also das gibt's ja in der Männerwelt wahrscheinlich genauso. Also will man jetzt bitte nicht auf Frauen reduzieren nee, dreh's, oder dreh's so. Mal um, dreh's mal um. Was? So eine hotte Frau ist ja so dann eher so, die Körbe gibt und die was Besseres will, weißt du? Währenddessen halt ein berühmter YouTuber eher einer ist, der sich den sich halt viele anbiedern. Ja, aber jetzt verallgemeinerst du vielleicht, weil ich hätte jetzt eher gesagt... Ja, ich verallgemeine mit gutem Gewissen. Ich hätte jetzt gesagt, dieses Phänomen, dass das eher so rum ist, dass die Mädels sich an die Kerle ranschmeißen, ist jetzt spezifisch auf diese Party gesehen schon so, dass es eher mehr männliche, bekannte YouTuber gibt, ganz einfach. Und das ist deswegen so. Ganz, weißt du, ganz sachlich betrachtet. Aber haben sich denn Kerle an Joyce rangeschmissen? Nee, aber ich glaube, die waren mit einem Freund da, so wie das aussah. So. So. Also es gibt de facto, also ich habe ja dann später am Bahnhof, hast du das noch gehört, wo die sich unterhalten haben und die eine zu der anderen meinte, hier hast du dir, wolltest du dir nicht YouTuber XY klar machen? So, den ja, Mike ja. War es, glaube ich, Mike Singer oder so. Keine Ahnung. Ich dachte, du gehst mit Mike bumsen. Richtig widerwärtig und ich hoffe, dass ich niemals im Leben, egal was jetzt kommt, mal an sowas rankomme, weil ich habe ein riesengroßes Problem mit Schlampen. Also, oh shit, jetzt sind wir im Slut-Shaming. Nein, du machst mir mein Video kaputt, was ich dazu machen möchte. Robin, wir haben verschiedene Meinungen. Okay. Das ist kein Problem. Nur, es ist ja jetzt schon passiert, dass ich erst, nachdem ich mit einer mir ganz sympathisch wirkenden Person näheren Kontakt hatte, erst bekannt geworden ist, dass sie es mit jedem macht. Und da habe ich mich so unfassbar schlecht gefühlt. Seitdem ist mir klar, dass ich das überhaupt nicht möchte. Aber jetzt können wir das Sexismus fast nochmal aufmachen. Reziprok gesehen, ein Kerl, der viele Frauen frequentiert oder was auch immer. Findest du das dann auch gleichwertig oder? Na gut, wichtig ist zu unterscheiden Folgendes. Was ist eine Schlampe, was ist eine sexuell selbstbewusste Frau? Und denn schlamperig. Eine Frau, die viele Männer hat, ist keine Schlampe. Eine Frau, die es mit jedem treibt, ist eine Schlampe. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass sie die Hässlichen outsourced. Oder? Die Hässlichen, nicht nur im optischen Sinne hässlich. Also bei mir war halt die Situation, dass... dass sie den Abend an mir geklebt hat, bis ich dann einmal ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt hat und dass sie sofort zu irgendeinem anderen Typ und hat sich an den dran geklebt. Und das ist für mich leider eine Schlampe. Währenddessen jetzt eine Frau, die verschiedene Partner oder verschiedene, Geschlechtspartner im Laufe der Zeit hat, auch nebenbei, solange sie da irgendwie keinen Scheiß erzählt, ist ja absolut legitim und für den Mann gilt das genauso. Nun, das war unser kurzer Ausflug ins Slut-Shaming. Ich merke schon, das ist hier kein zu 1000%, beziehungsweise was ich sage, ist nicht 1000% angenehm, kann das sein? Nö, das ist schon angenehm. Wie gesagt, du hast ja dein Ding so. Und ich sehe es nur ein bisschen kritisch im Hinblick auf das Video, was da kommt oder gekommen ist. Aber ist okay. Gut. Ist ja dein Wahrscheinlich Ding. Werde ich mit diesem Video nicht übereinstimmen, jedenfalls nicht zu 100%, aber vielleicht ja doch. Ja, wahrscheinlich wirst du das. Es ist nur einfach so, du sagst wahrscheinlich auch jetzt objektiv nichts Falsches und du hast ja ein Recht auf deine Meinung. Es geht nur wieder um die Außenwahrnehmung und bla und wie Leute was irgendwie drehen und so. Ey, ganz ehrlich, das ist jetzt echt nicht unser Job. Natürlich nicht. Aber, ne, so. Es gibt nur ein paar Argumente, wie zum Beispiel,
Ich gehe kurz darauf ein, weil dann bin ich auch genötigt, dieses Video zu machen und nicht nur zu labern. Ich mache es so, weißt du? So, Sexismus-Skandal 2013, darauf nochmal kurz eingegangen, bla. Im Kontext vom Sexismus-Skandal der Rocket Beans letztes Jahr, als wir nicht da waren, hatten nämlich auch sowas. Und außerhalb von diesen 15 Sekunden Einblick in das Leben Nosferatu, wo mal Sexismus passiert, quasi, was halt eine gespielte Rolle war, ist das nie irgendwie mal davor und danach nicht wirklich passiert, so, weißt du? Und bei dem Rocket Beans Ding, der Flo, der da war, der ist zum Beispiel mehrfach irgendwie in der Hinsicht aufgefallen. Ohne ihm auch jetzt da unterstellen zu wollen, dass er Sexist ist oder so, sondern einfach, also ich will darauf hinaus, dass das total dumm ist, anhand so von so einem kleinen Ausschnitt einen Menschen zu beurteilen. Hängt dir das noch so krass nach? Das hängt mir nicht nach, aber diese Aussage von Etienne in dem Video jetzt, Gamescom-Video, Bin ich geworden. nee, das war Simon. Das ist wie bei Bill Cosby. Ah, das habe ich nicht mit reingenommen. Das ist wie bei Bill Cosby, das hängt ja noch ewig nach. Und Bill Cosby ist halt irgendwie ein Typ, der, ich glaube, ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber der halt irgendwie 20 Frauen vergewaltigt hat und sie vorher betäubt hat und sowas. Und Was meinst du natürlich, macht? ja, eben, natürlich war es in dem Moment ein Gag. Aber das halt irgendwie so zu vergleichen, es war auch auf David bezogen, nicht auf mich, aber es ist halt immer so, dass es irgendwie immer wieder zum Vorschein kommt und dann gibt es immer wieder einen, der sagt, ja, hier, das ist doch der Sexist da. Weil ich einmal irgendwie ein überspitztes Bild von irgendwas dargestellt habe. Ich meine, keiner sagt bei Borat, das ist ein judenfeindlicher Mensch oder so. Also Sacha Baron Cohen. Weil der halt Borat gespielt hat. Das sagt halt keiner, außer jemand, der echt nicht so klug ist. Wie dem auch sei, das war ein sehr ernster Ausflug jetzt schon wieder. Ist ja kein Problem. Ihr seid alles Schlampen. Ich denke nur, weiß ich nicht, dieses Sexismus-Thema ist so präsent und das sind doch alles, weiß ich nicht. Schlampen. Können wir nicht einfach irgendwie normal sein so und den Unterschied zwischen Mann und Frau als was Gutes sehen? Okay. Denn es Worauf gibt ihn. wolltest du denn jetzt hier eigentlich hinaus? Es ging um die Mädels, die sich so krass an die YouTuber ranschmeißen und dass ich, wenn gleich natürlich nicht völlig klar ist, ob irgendwann mal irgendwas passiert, aber ich werde mich natürlich in Acht nehmen, dass das, ja, dass das mal passiert. Beziehungsweise Ja, aber also du ich würdest ja in habe dem Fall. großen Nicht-Respekt vor diesen Leuten. Okay, aber wenn jetzt. Du bist jetzt mal Schenkels, ja? Du hast jetzt Okay. mal einen sehr haarigen Rücken, du hast jetzt mal ein kaputtes Bein und du sitzt jetzt mal im Rollstuhl auf so einer Party und da kommen so drei Mädels an. Würdest du ja sagen, verpisst mich Das oder. ja, naja, gut, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie übelste Unmenschen sind. Ich würde es nur halt. Gut, ich weiß nicht, ob er sie überhaupt unter diesen Umständen ranlassen kann. Doch, kann er. Ich weiß ja nicht, was mit seinem Bein ist. Aber ich würde schon sehr stark in die Distanz gehen. Also klar, Scherze, alles cool, so, aber das ganz klar ist, dass das nicht Ah, mein Ding Sperma ist. aufs Gesicht tun, ha, lol. Aber geht jetzt mal. Ihr seid nicht 14, laut Finanzberater. Genau. Nee, sorry, ich musste da jetzt so auf eingehen. So Scherze machen, alles cool. Was heißt? Lass es mal durchspielen. Na, wenn diese drei Mädels jetzt zu ihm hingehen und sagen, hier, bla, weiß noch letztes Mal und lustig und haha. Ich kenne auch, man weiß ja in der Stadt, also in Weimar ist ja auch ein Dorf, ne, da weiß ja wer wie so unterwegs ist. Und ich unterhalte mich, sage ja nicht zu diesen Mädchen irgendwie, ihr seid irgendwie ekelhaft. Ich gehe da nur in die Distanz und stelle von vornherein klar, möchte ich nicht. Und wenn sie das nicht akzeptieren, dann finde ich das irgendwie, dann bin ich da abgeneigt, sehr stark abgeneigt. Abgeneigt wie bei Spinnen. Du hast da so Erfahrungen gemacht, wo Habe ja gerade erzählt. nee, ja, in Vergangenheit hast du mal erzählt, dass da so ein Mädel irgendwie an dir rumgefriemelt hat, Genau. ohne dass du es wolltest und so. Genau. Die meinte ich. Auch vorhin, die dann, wo ich ihr keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt habe, zu einem anderen Typen hingegangen ist, wo ihr offensichtlich egal war, was es für einer ist. Nun gut. Also war eine schöne Party. Es gab kostenlos Essen, kostenlos Trinken, kostenlos Eis, kostenlos Musik. Musik. Ja, gut. Kostenlos Kai Pflaume. Der übrigens echt fertig aussah, meiner Meinung nach. Ja, ich frage mich halt, was er auf der Party macht. So ist er ja wirklich. Er ist Ich ja einer, der glaube. irgendwie nie wirklich negativ aufgefallen ist und der, Und glaube ich, auch dann jetzt menschlich. das. Nein, der auch menschlich so in Ordnung ist, dass man da guten Gewissens sagen kann: Ich habe mich gefreut, den zu sehen. Ah, okay. Haben bestimmt bei Lord Abaddon auch viele gesagt vorher. Ja, vorher.
Wie dem auch sei, was ich sagen wollte, das Essen war da echt gut im Vergleich zu der Videoday-Scheiße am Vortag. Denn was ich da letztendlich gegessen habe, war eine Brezel, die getropft hat. Wollte ich nur mal einwerfen. Die hat nicht getropft, weil die getropft gebracht wurde. Die hat getropft, weil über dir ein Rohr war, was getropft hat. Nee. Über dir war aber ein Rohr, das getropft hat. Ja, das auch. Das kam noch dazu. Ich habe an dieses Blech, ja, bin ich herangetreten, habe gesagt, hier, Blech, du bist gut. Ich möchte Inhalt von dir runterklauben. Und dann habe ich die Brezel genommen und sie war nass, kalt und eklig. Und das war bevor dieses Rohr da runter. Ist ja auch egal. Aber schon mal bedenkenserregend, dass wir in einem Raum waren mit einem Rohr, das tropft. Ja. Creator, wir sind Content Creator. Ja, und dann kommt ein anderes Rohr, wo Gas ist und dann ist es vorbei. Und dann steht Leon Mascher. Nee, diese ganzen Berlin-YouTuber, weil die immer, die sind zu cool für Videodays und so. Mhm. Die stehen dann alleine da. Ja. Jetzt habe ich's. Ah, aus Absicht. Ja. Zu cool für Videoday. Das klingt so, als wäre Videoday irgendwie, was, weiß ich nicht. Als müsste man da eigentlich hin, es sei denn, weiß ich nicht. Was? Ich will damit sagen, jeder Mensch, der über 14 ist, ist zu cool für Videoday. Okay. Nun, also. Party, willst du da noch was zu sagen, oder? Ach, mir fällt gerade so nichts ein, aber ich persönlich habe das sehr genossen. Auch als Kontrast zu sämtlichen Partys, die es hier im Umland gibt. Und es war schön gemacht, es gab halt diese Insta-Wand und ich finde, das ist einfach ein nettes Angebot, wenn du es auch irgendwie blöd findest, dich da irgendwie selbst darzustellen. Aber aus der anderen Sichtweise ist es ja schön und wenn man sich darüber freut, dass man es zu so einer exklusiven Party geschafft hat, dann ist es ja auch nichts Falsches. Es war ja keine Insta-Wand, kein geiles Feature, es war eine normale Wand, wo 4 Lampen drauf geleuchtet haben. Ja, mit bunten Schatten. Geil! Ja, cool, oder? Hm. Und die ganze Zeit ist ein Bladi gesoffen durch die reingetorkelt. Ja. Das war eigentlich das Hauptfeature. Wer war so dein Highlight? Wer? Außer Kai. Auf der Party, wir waren alles da. Wir waren irgendwie. Wer war sonst noch da außer. Keine Ahnung. Joyce. Ich kenne. Playerboy. Der Playerboy war definitiv das Highlight. Ich habe vor allem überhaupt nicht gecheckt, dass der das ist am Anfang. Der hat sich mir vorgestellt als Jan. Wie ist der Jan Hendrik? Und ich sag so, wie? Und das hat er es nicht nochmal gesagt. Und ich habe es im Laufe der Zeit mitgekriegt, dass das jetzt Playerboy war. Und ich dachte so, Alter, ist der fett geworden? Ist der nicht mal Trampolin gehüpft? Das kann er doch jetzt gar nicht mehr. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass der also, so. Also, naja, ich will damit sagen, ach, übrigens, ja stimmt, dieser Gay Butters war ja auch auf der Party. Ja, Gay Butters war auch da. Und das ist nämlich richtig witzig, weil die beiden haben sich ganz normal unterhalten. Ja, war echt super seltsam. Ja. Aber witzig, wer da sonst so alles hinkommt, ey. Habe ich den endlich auch mal live gesehen. Ja. Also der wirkte auf mich jetzt auch nicht irgendwie wie ein besonders. Also auf mich wirkte der auch völlig in Ordnung. Ja, habe ich ja nichts gegen gesagt. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil der natürlich gewissermaßen in Konkurrenz stand zu jemandem, den wir eigentlich eher gewählt hätten. Ah, okay. Sage ich jetzt mal. Ja, aber ich denke, das ist alles zu der Party gewesen. Ja, nächster Tag war eher so gediegen. Und das war dann der abends ging's Samstag. Los. Ja. Das war der Samstag. Wo wir ungefähr 6 Stunden auf den scheiß Domstufen gehockt haben. Ja. Also wie gesagt, ich war dann nochmal kurz alleine Gamescom, weil wir sonst keine Tickets hatten. Dann der Rest war legerer Freizeitspaß. Und glücklicherweise kamen ja diese 2 Kölner, die dich vorher bei Dings angeschrieben hatten. Wie ist der? Edelpunk. Edelpunk und sein Bruder. Ich kenne die richtigen Namen, aber mit Klarnamen lasse ich es mal heute erstmal wieder. Besser ist. Ja. Und die haben mich dann glücklicherweise in so eine kölsche Bar entführt, wo alle nicht hin wollten. Und das war so toll, dass ich mich gleich für Karneval mit ihnen verabredet habe. Grüße gehen raus. Es sind echte Kölner gewesen. Ja, das war einfach nicht so die Mood. Und wir haben am Vortag, wir wollten eigentlich auf diese komische Exklusivparty Dion und Heinrich mit reinschmuggeln, aber es war dann doch echt bessere Sicherheit, als wir dachten. Und da habe ich mich dann ein bisschen schlecht gefühlt, weil wir sie am Vortag versetzt haben quasi. Und die dann durch den Regen alleine nach Hause laufen mussten. Deswegen wollte ich mich dann an dem nächsten Abend mehr an Dion halten. Und das ist ja auch ganz okay, weil der hat sich dann auch verpisst. Ja, also. Stimmt, ich weiß gar nicht, ob ich mich richtig von Heinrich und Dion verabschiedet habe. Die waren dann plötzlich weg. Kannst du jetzt hier mal sagen. Tschüss Heinrich, tschüss Dion. Gut. Ja, aber abends wurde es dann wieder LOL. Da kamen dann wieder, wir haben ja echt relativ viele Leute kennengelernt in ein paar Nächten, Abenden da an den Domstufen. Unter anderem der Künstler Alpha. Oh Gott, der war herrlich. Richtig geiler Typ, kommt aus Afrika, dunkle Haut, weißes Grinsen,
Freut sich. Erzählt dir ganz viele tolle Sachen, kommt dabei sehr nah an dein Gesicht und hat eine feuchte Aussprache. Aber sonst korrekter Typ auf jeden Fall. Wir haben ihn an der ersten Nacht getroffen und dann haben wir ihn in der zweiten Nacht nochmal getroffen. In der letzten Nacht nochmal getroffen und haben es erst nicht gerafft, bis er halt gesagt hat, Alpha. Und selbst da hat Kalle noch gesagt, das ist doch nicht derselbe, der verhält sich doch ganz anders und so. Und dass er halt auch vergessen hatte, dass er schon mit uns geredet hat und so. Ja, und der stand da rum die ganze Zeit. Und dann kam irgendwann so ein Kollege Thor Steiner rum und meinte, ihn bei der Polizei melden zu müssen. Und dann kam die Polizei mit so einem Hund an. Und genau in dem Moment, wie die da unten ihn beobachten, schubt er sich natürlich spaßenshalber mit seinem komischen russischen Freund. Und dann wird er abgeführt. Ehrlich. Das Witzige ist, im Vorfeld hat Alpha immer wieder gesagt, ich bin der Künstler Alpha. Wenn die Polizei kommt, dann sage ich, ich bin Alpha. Und dann sagen die, ey, lass den Mann in Ruhe. Ich bin Alpha. So, und dann kam die Polizei und hat ihn abgeführt. Der hat wahrscheinlich vergessen zu sagen, ich bin Alpha. Ja, aber wir haben dann noch geklatscht für ihn. Ja, ich habe das leider nicht mitbekommen. Ich war in der Rheinpromenade unterwegs. Und so, Bilanz, ganz toll, oder was? Alles in allem doch ganz nett, aber haben wir schon von Sand? Nee, Sonntag war eine Rückfahrt. Sonntag war auch Rückfahrt, da ist nicht weiter. Nee, was ist denn jetzt hier so, weißt du, du hast ja jetzt schon ein paar Gamescoms mitgemacht. Beziehbar Stellung. War einer der. Ach, die waren eigentlich alle geil. Ich hab die alle bis zum Mond und wieder zurück lieb. Gott, Alter. Krieg ich Nee, also ich hatte Herz. bisher echt keine immens schlechte Gamescom. Ja, gut, Fürsten war ein bisschen schwierig, aber ansonsten Was? Fürsten? 14. 14 war Ja. schwierig. Aber ansonsten da hatte ich gerade eine schwere Phase. Ah, Aber so. ansonsten supi-dupi Gamescom wie immer. Tolle Sachen erlebt, immer wieder. Ich Dabei. gehe dann immer super fröhlich und motiviert nach Hause nach so einem richtig schönen Köln-Trip, ja? Dabei fand ich, glaube ich, 14 von den Happenings so mit am besten. Also alleine das Karaoke und so war ganz nice. Dann waren wir nicht auf den Video Days, sondern auf viel Gamescom. Gepennt bei Lisa Marie war auch witzig. 14 fand ich schon ganz gut. Stimmt, wir haben da. Das war doch das mit dem Raus, raus, ich rufe Polizei, oder? War das 14? Das war, stimmt, Wo wir das erste ja. Mal bei Heinrich gepennt haben und Genau. der hat irgendwie seiner Mitbewohnerin nicht Bescheid Hey, das war gesagt. doch seine Mutter, dachte ich. Oder Stiefmutter, Stiefmutter, ja, ja irgend doch. sowas. Da sind wir dann irgendwie nachts um 3 da angekommen nach so einer Partynacht. Und Und morgens um 7. Jendrik wollte sich gerade die Haare duschen. Kam sie ja. dann. Raus, raus, alle raus, oder ich rufe Polizei. Ihr habt 3 Minuten, 3 Minuten, dann sind alle raus. Ich rufe Polizei. Und ich so, was ist denn los? Und dann habe ich mit der noch irgendein Russisch geredet und dann mussten wir alle gehen. Ja, das war aber 14. Stimmt. Also, Resümee müsste ich sagen: erfolgreiche Gamescom, kann man Haken dran machen. Nächstes Jahr wieder, oder? Ja, doch, kann man machen. Gamescom ist nur einmal im Jahr. Ja. 2012, wir können ja hier noch, wenn wir Das jetzt war noch ein die paar Minuten. allererste. Das war die erste, wir können noch ein bisschen, wir haben ja heute eh so ein bisschen Geschichtsstunde und weniger Meinst du, Entertainment. Martin Schulz findet noch Zeit? Ach so, ist dir wichtig? Ist mir egal. Ich wollte nur kurz einen Abriss machen. 2012 haben wir im Auto gepennt, da waren wir nur eine Nacht da, glaube ich. Ziemlich sicher sogar. 2013 haben wir Sexismus-Skandal gemacht, waren wir frisch mit Giga nice. 2014 haben wir das erste Mal hier so mit Sicherheitskräfte bla gemacht. Und natürlich sind auf der 2013er Sache rumgeritten, ironisch. Ja, in einem Clip. Hey, belästigen mich jetzt. Weiß dann nicht, ob wir 2014 mit David zusammen Sicherheitswesten gemacht haben oder Ja, 2000. 2014 war mit Kali. Ja, Kali Get Down. Und 2015 waren dann die ganzen Gruppenaktionen mit den Zuschauern. Das war auch ganz nice Und so. 16 war ich alleine. 16 warst du alleine und 17 War wird jetzt. jetzt gerade ein viraler Hit. Ja, oh, Übrigens. das mit. Ja, erzähl es mit Bubble, Alter. Ja, übrigens. In der Content Creator Area von den Video Days war so eine Lisa Lara Kalaschnikow. Hieß halt wirklich so oder so ähnlich. Ich habe mir Lara Kalaschnikowa gemerkt. Ich weiß es auch nicht mehr sicher. Schon wieder voll Klarnamen gesagt. Ja, die ist ja Person des öffentlichen Lebens. Wie dem auch sei. Ja, die hat erzählt, ja, hier für Bubble ein bisschen hier Product Placement machen, so ein bisschen Deal machen, haha. Haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und sie guckt über den Kanal so, ah, naja, ihr habt so durchschnittlich 150.000 Aufrufe, aha. Habe ich schon gedacht, okay, alles klar, was sieht sie da gerade? Dann habe ich aber gemeint, ja, naja, unser meistgesehenes Video ist so 4,5 Millionen.
Und sie dann so, oh ja, da seid ihr bestimmt viral gegangen. Also alles auf Englisch so. Ja, dann können wir das machen. Können wir ein virales Video machen? Da würde Oh, ich mich freuen, hat sie ja, gesagt. da, oh, that would make me so happy. Also wir machen quasi So auf eine Knopfdruck. Kollaboration mit Bubble. Virales Video.mov. Genau, aber achten darauf, dass es auch viral wird. Ja. Ja, das ist wichtig. Habe ich ihr dann freundlich erklärt, dass das nicht ganz so leicht funktioniert, wie sie sich das vielleicht Du musst nur vorstellt? viral in den Text schreiben. Ja, stimmt. Wir haben es geklärt, Mann. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um YouTube zurück in die Relevanz zu holen. Viral in die Tags. Das habe ich, glaube ich, bei Nostara Forts als Standardeinstellung für Echt die Tags. witzig. Das erklärt alles. Ja. Also nicht viral in die Text machen, das ist schon mal ein wichtiger. Ja. Ja, aber ich wollte eigentlich was anderes noch sagen. Ich kann aber nicht zurückspulen, weil ich es nicht gesagt habe. Durch dein Bubble-Ding. Ich glaube, ich kann doch zurückspulen. Du hast mich an irgendwas erinnert. War so ein richtiges Werbegespräch, so, ihr braucht das Geld, wir brauchen eure Unterstützung, bla, und hier sagt Bescheid und so weiter. Sorry, ich spule jetzt kurz zurück. Ich spule jetzt kurz zurück. Alter, das wird eh nichts Krasses sein. Doch, nein, es ging um eine ganze Geschichte, die ich erzählen wollte. Und die erzähle ich jetzt. Also. Ja, So, gut, jetzt bin ich passt aber echt auf, gespannt. Leute, was ich nämlich heute gerade wieder in Trends gesehen habe. Hey Aaron, mit einem Video, das da heißt, Bitches auf der Gamescom klären. Ja, also, das wollte ich sagen. Ist halt das, was ich gemacht habe, nur viel stumpfer. Ist natürlich auch anderes. Nicht alles irgendwie so, haha, Frau, Frau. Aber er sagt Ist halt. übrigens mein klassischer Anmachspruch. Haha, Frau, Frau, du bist total dumm, du hast manchmal deine Tage. Ja, also, geht da halt wirklich schon ein paar Mal hin und nennt Frauen Schlampen und sowas. In den Trends, ne? Monetarisiert weiß ich gerade gar nicht, aber wahrscheinlich. Und das ist schon witzig. So. Also das, was ich gemacht habe, war wesentlich stilvoller. Aber Kunst soll anecken, ne? Das hängt dir immer noch nach. Das hängt dir wirklich Natürlich nach. hängt mir das Du nach. bist da so ein bisschen wie Also es Bruce hängt. Vergewaltiger. Bill Cosby. Sag ich doch. Bruce Vergewaltiger. Es ist nicht so, dass es mir nachhängt und ich da aktiv drüber nachdenke, sondern es hängt mir physisch oder wie auch immer nach, dass es immer wieder irgendwo aufkommt. Dann sei doch einfach der Sexist, der du bist. Nein. Du kannst es nicht wegleugnen. Das ist wie ihr Dings hier, doch, K1 als schwuler Fisch. Irgendwann sieht das ein und dann ist er zufrieden damit. Du bist ein Sexist. Sei K1 es. als schwuler Fisch, meinst du Nee, nicht? Kanye West, K1. Irgendwas mit Ja. K. Irgendein Rapper mit K. Ja. So. Hä, vor allem. K und der Laut W ist wirklich unfassbar. Ist richtig ähnlich. Gar Super nicht ähnlich. peinlich, dass ich das gerade verwechselt habe. Naja. Ja. Ja, und Also sei ansonsten. bitte der Sexist, der du bist. Hör auf, es zu leugnen. Okay, Stehst dir ein. ja. Frauen, ne? Ja. Fertig. Brauchst du nichts zu sagen. Nee, ich mach das Video mal. Hau ich mal raus, du. Vielleicht hau ich es ja vorher raus. Mir wird ja gerade echt warm in der Ecke. Sag mal noch was. 8 Minuten haben wir noch. 8 Minuten. Ich war gestern bei Martin Schulz. Genau das meine Bin ich. nämlich ein richtig, richtig großer ja, Schulz-Fan im Sinne von der Figur Schulz. Politisch ist das ein anderes Thema. Aber dazu werde ich mich natürlich überhaupt nicht äußern. Oh, ich bin so mysteriös. Mysteriös. Das Erste, was lustig war, war, dass als er noch nicht geredet haben, dann noch diese ganzen Carsten Schmitz oder wie sie alle heißen, da ihre anderen von der Landesliste ein paar Leute geredet und da kam schon die Partei mit so einem Wägelchen angefahren und Bier, so 5 Leute. War relativ witzig. Ich glaube, ich muss meinen kleinen Bruder darum, politische Bildung zu betreiben. Du darfst dich ruhig ein bisschen interessiert zeigen. Ich bin super interessiert. So, dann habe ich nämlich jemanden, dem ich erzählen kann, eine Geschichte. Politische Bildung. Und die Partei kam dann halt vorbei mit so richtig geilen Ba Welche? die Partei. Welche jetzt? Ach, oh, Witzbold. SPD. Ich hasse dich. Also es kam die Partei. Ich schieß Uzi, was machst du sie? Ja. Mit Gebrauch ich Schlauchi. witzigen Schildern, wie zum Beispiel. Gib das Hand frei. Gibt, nee, aber zum Beispiel am 26.09. SPD wählen, darüber ein Bild von Gerhard Schröder. Weil am Witzig. 26. ist die Wahl auch gar nicht. Schulz mit CH, etc. Und was ich da wirklich, was ein Schlüsselmoment für mich war, so ein bisschen. Kurz bevor der angefangen hat zu reden, hat man von hinten so Trillerpfeifen und Tröten gehört. Und man dreht sich so um und sah einfach so eine
ist eine relativ große AfD-Fahne. Mhm. Also gerade so Scheiße gegen Demo, gleich gibt's Randale. Und es wurde auch ein bisschen Security gegen hin, hat aufgepasst. Polizei auch ein bisschen da gewesen, aber es ist nicht so nicht ausgeschritten. Nach dem haben es bestimmt irgendwie abgesperrt, dass die AfD da nicht irgendwie Randale machen. Da habe ich gesehen, also 15 Leute, ein paar Fressen dabei, aber auch ein paar Leute, die nicht so schlimm aussahen. War ein paar Fressen dabei. Na, man kennt doch diese. So ein paar Kerle, wo nicht Bretter sind. Richtig. Hm. Und die haben dann hin und wieder mal gepfiffen und zu den Reden ein bisschen getrillert. Ihre Fahne da hochgehalten, irgendwie eine Deutschlandfahne war dabei, eine AfD-Fahne, noch so ein Schild, was man nicht lesen konnte, weil das viel zu klein geschrieben war. Ich habe dann näher hingeguckt, stand irgendwas wie Linke, SPD etc. haben uns verraten. Bla. Und das war hinter dieser Absperrung und ich dachte dann so, ja, war dann wieder Pause, bin dann hintergegangen und dachte so, ja, guckst mal die Absperrung, guckst mal, was es für AfD-Leute sind. Und habe halt wirklich eigentlich damit gerechnet, dass das jetzt, dass sie jetzt räumlich getrennt sind, aber es war nicht so. Es war so, dass. Wie in Amerika. Da dürfen die sich auch so. Dass treffen. Leute mit SPD-Fahnen vermischt waren mit Leuten mit AfD-Zeichen. Es gab ja nur einen mit einer Fahne. Und daneben stand die Polizei, hat sich das angeguckt und die haben halt wirklich sich nur aufs Übelste angeschnauzt. Aber es kam halt nicht zu gewaltlichen Übergriffen. Und das ist so ein bisschen, das fand ich irgendwie so ein relativ so ein Schlüsselmoment. Es war irgendwie doch schön zu sehen, dass es doch nicht über Anschnauzen hinausging. Und das ist ja eigentlich das, was Demokratie will. Dass man miteinander redet, wie, ist ja eine andere Frage. Aber es kam zu keinen gewalttätigen Auseinandersetzungen oder zu, ihr seid scheiße. Sondern es wurde miteinander geredet. Es wurden Argumente gebracht und widerlegt. Ob die jetzt gut fanden, ist eine andere Frage. Aber ich fand das wirklich irgendwie schön anzusehen. Ich habe mir das dann auch eine Weile angeguckt. Und es ist dann, wie die Nachrichten auch gesagt haben, friedlich geendet. Danach hat halt der gute Herr Schulz seine Rede gehalten. Das Beste war, wie er reinkam. Es wurden dann so zwei Stricke den Leuten in die Hand gegeben, dass sie damit so eine Gasse bilden. Mhm. Und das haben sie gemacht. Ja. Oh, cool. Anschlagsicher. Und durch diese Stricke ist dann der Martin Schulz durchgewatschelt. Bin so ein paar Security-Männer davor und dahinter, hat ein paar Selfies gemacht, etc. Aber das fand ich auch witzig. Ich meine, ich hätte einfach nur, mich hat ja niemals jemand auf dem Messer kontrolliert. Ich hätte, also, Mann, sage ich mal, hätte ihn auch einfach abstechen können, wenn man gewollt hätte. Also klar, bla, so, ist natürlich überhaupt nicht erstrebenswert, aber dass dieses... Ich sag nur, es wäre möglich gewesen. Ich habe mir diesen Gedanken gemacht, aber ich finde auch das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass dieses Vertrauen in die Leute, die da sind, da ist. Hm. Und es ist Erfurt. Und Erfurt ist ja schon so die Stadt von Björn Höcke eigentlich. Hm. Er hat sich ja schon auf fremdes Territorium gewagt. Nicht nur Björn Höcke. Also Erfurt ist wirklich... Da können wir schon wieder rumrenten. Aber uns fehlt die Zeit. Wessen Territorium ist in Erfurt noch? Na, guck dich da mal um. Da sind die ganzen... Bauchfreien Zwölfjährigen. Ja. Hm. Und... die Leute, die die angucken, die nicht in der Altersgruppe sind. Womit ich bei meiner Beobachtung bin, Lord Abaddon und die AfD sind beide sehr oft im Podcast vertreten. Das ist kein Zufall. Lord Abaddon, du solltest mal über einen Parteibeitritt nachdenken. Nee, Nazis sind doch gegen Kinderficken. Ja? Ja. Hm, schon immer so hauptsächlich, die waren für NPD war Todesstrafe für Kinderschänder. Damals. Ah. Hm. Ja, dann mach das nicht. Also das ist jetzt nicht die Frage, wie viel NPD steckt in der AfD. Ich sage relativ wenig, aber der Amount of Nazi in beiden ist schon verbindend, sage ich mal. Too damn high, ja. Um so ein Hey Fellow Kids Meme auszugraben. Freut euch auf die neue Admiral Aquard Hey Fellow Kids. Und auf Staffel 2 im neuen Dancer. Oh, darf ich den schon ankündigen gehen, ne? Doch. Gut. Tschüss. Ja. Wir haben übrigens vor 3 Folgen oder so haben wir mal einen Cliffhanger eingebaut und haben den nie aufgelöst. Was denn für einen? Ich habe dich gefragt, ob du Autofellatio machen würdest und du hast dich gefragt, hä? Auto fahren. Autofellatio war nochmal, wenn man sich selbst einbläst, ne? Mhm. So, und das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich weiß ja nicht mehr, was ich da sagen wollte. Wenn ich es könnte, würde ich es machen, oder was? Hallo, das ist der... Nein, ich meine, war das die Frage, ob ich es machen könnte, wenn ich wollte? Ob ich machen könnte, wenn ich wollte. Ich würde sagen, wir verbleiben mit Schrödingers Auto, Fellatio. Ja. Ich würde es tun und ich würde es nicht tun. Okay. Jeweils zu einer verschiedenen Zeit, sag ich mal. Okay, Leute. Aber die ernste Antwort kommt wirklich in der nächsten Folge. Also, nächste Folge. Ich hatte wirklich einen wichtigen Gedanken zu. Okay, wirklich. Wir waren jetzt die Folge wirklich sehr ernst, weil wir hier mehr so einen Reisebericht gemacht haben. Nächste Folge ist hier. Ne? Nächste Folge ist ja Polen offen, sag ich dir. Gut. Bleibt kein Auge trocken. Grüße raus an die 15-Jährige von Video Day. Ja.